Problem. Kommen wir jetzt zur Keynote. Ich freue mich, den Schockwellen gerade anfangen zu können. Wie man das gerne erkennt, das ist ein ganz berühmter Blogger. Wirklich in der Art von Handel. Der ist programmiert als Strukturtechnik. Okay, ich bedanke mich erstmal für die Einladung, hier sprechen zu dürfen. Und ich möchte betonen, ausnahmsweise ist für die technische Störung mein Mac nichts schuld. Ja, ich hatte gedacht, hochgradig technische Vorträge wird es heute in rauen Mengen geben. Ich selber bin von Haus aus ja Philosoph und Historiker, also denke ich, erzähle ich mal ein bisschen was von der Geschichte, ein bisschen was auch, was mich beschäftigt, warum Menschen programmieren lernen sollten, speziell, ich komme ja nun aus einem wissenschaftlichen Institut, warum Wissenschaftler programmieren lernen sollten. Und natürlich, wir sind hier auf der PyCon. Ich halte Python für die Programmiersprache, die am besten dafür geeignet ist, speziell auch Geisteswissenschaftler an das Programmieren heranzuführen. Und darüber möchte ich eigentlich erzählen. Also okay, das bin ich. In etwas jüngeren Jahren noch. Ich war, glaube ich, noch etwas schlanker dabei. So, hier ist meine Kurzbio. Also ich bin schon etwas älter, wie man daran sieht. Ich arbeite am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, habe ein paar Jahre als Lehrbeauftragter für den Bereich Multimedia im Netz gearbeitet. Und ein netter Werbegag, letztes Jahr wurde ich von der Redaktion der Computerwoche zu den 100 bedeutendsten Persönlichkeiten der IT gewählt. Ich weiß nicht, wie ich dazu komme, ich war da unter lauter Multimillionären und fühlte mich etwas deplatziert. Ich weiß nicht, warum die Computerwoche gedacht hat, verbunden damit war eine Broschüre, die sie gedruckt hat. Und ich nehme an, die ganzen Firmenchefs haben diese Broschüre in Tausender und Zehntausender Auflage gekauft, um sie als Werbegeschenk weiter zu verbreiten. Ich glaube, das war auch der Sinn dieser Wahl. Ich habe eine Broschüre gekauft, weil sie nicht mal sein Belegexemplar rausgedruckt haben. So. Das ist, glaube ich, der Grund, warum ich eingeladen wurde. Seit dem 24. April gebe ich den Schockwellenreiter heraus. Früher täglich, jetzt seit einigen Jahren nur noch werktäglich. Ich bin vermutlich der dienstälteste noch bloggende deutschsprachige Blogger. Vermutlich. Ich weiß es nicht genau, aber ja, ein paar Bücher und Aufsätze zum letzten IT-Themen habe ich auch verbrochen. So, und das müssen Sie ertragen. Meine Studenten waren da also viel schlimmer dran, denn zu der Zeit hatte ich jede Woche ein neues Video, das sie sich angucken mussten, wie ich meinen Hund durch die Gegend jagte. Ich bin begeisterter Hundesportler und übe mit meinem Hund Agility und Obedience. Bei dem einen ist es Standhüpfen und das andere ist Fußgehen, um das mal grob zu sagen, aus. Und ja. Das ist der Human Touch. Jetzt kommen wir also zur Motivation. Warum sollte man Programmieren lernen? Also ich habe die Erfahrung gemacht, also speziell auch am Institut, dass also viele Menschen, nicht alle, einige sind da ganz ausgefuchst, oder dass für viele Menschen das Durchhangeln durch Menüs, je komplexer die Aufgaben werden, desto kontraproduktiver wird das. Also ich zum Beispiel blicke mit Photoshop nicht mehr durch. Ich weiß nicht, wo ich die Funktion finde, die ich genau brauche. Und GIMP ist genau das Gleiche, aber es ist jetzt nicht ein Photoshop, sondern es sind einfach zu viele Auswahlmöglichkeiten und zu wenig Menüs irgendwie oder zu unstrukturierte Menüs. Und ich kann auch nicht wirklich das, also im Endeffekt kommt nie das raus, was ich haben will. Eine ähnliche Erfahrung habe, bitte leiser. Jetzt ist aber was ganz, ganz laut geworden. I didn't do it. Man kann ja flüstern. Jetzt bin ich gar nicht mehr da, ne? Eins, zwei, kann man mich verstehen? Okay, dann ist es okay. Ja, eine ähnliche Erfahrung habe ich gemacht bei der Beratung und bei der Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern.
auf einer leicht anderen Ebene. Am Anfang eines Projektes kommt der Wissenschaftler zu mir und sagt, ich möchte das und das machen. Möchte das und das haben. Klassischerweise, wie ich diese Sachen angefangen habe am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, haben wir dann das gemacht, was ich gelernt habe, so auch. Man erstellt ein Pflichtenheft und dann programmiert man, was im Pflichtenheft steht. Spätestens 3 Monate später hat der Forscher neue Fragen an sein Forschungsobjekt und das Pflichtenheft können Sie in die Tonne treten. Ja, das ist einfach, weil in der Beschäftigung mit dem Forschungsprojekt, ein Forscher hat am Anfang seiner Forschungstätigkeit, speziell in den Geisteswissenschaften, eher eine vage Vorstellung davon, was ihn überhaupt erwartet. Und er muss es aber erstmal in der klassischen Frage formulieren. Und hinzu kommt, dass auch Programmieren und auch die Sicht auf den Forschungsgegenstand verändert. Also meine Idee ist dann eher, so etwas zu machen, wie das, was ich heute zum Beispiel auf den Vorträgen auch schon 2-mal gesehen habe. Einmal mit Pandas und einmal mit diesem Scilearn-Kit gesehen habe. Also dass sozusagen eine Shell zur Verfügung steht, wo der Programmierer speziell, also diese alte Unix-Geschichte, spezielle kleine Aufgaben zusammengestellt hat, die sich dann der Wissenschaftler mit Glue-Skripten zusammenklebt, so wie er sie haben will, wie er sie aufruft und wo er sie haben will. Und hinzu kommt, dass Programmieren auch die Sicht auf den Forschungsgegenstand verändert. Also speziell in den Geisteswissenschaften, also in dem historischen Bereich, merkt man diesen Shift sehr deutlich, während früher der Historiker jahrelang über einer Quelle gebrütet hat. Er hat die gesessen, hat die auseinandergenommen, hat alles Mögliche gemacht. Hat er heute die Möglichkeit, wenn sie digitalisiert vorliegen, und wir arbeiten bei uns am Institut hart daran, möglichst alle Quellen digitalisiert vorliegen zu haben, über Zehntausende von Quellen zu suchen. Es stellen sich damit natürlich andere Fragen. Ich habe das hier mal, das ist das Einführungsbeispiel des Natural Language Toolkits. Und zwar wird da, glaube ich, die amerikanische Verfassung nach bestimmten Wörtern durchsucht. Ja, und so kann man zum Beispiel jetzt den gesamten Korpus von Kant nach den Begriffen durchsuchen, wo der physikalische Begriff Kraft vorkommt. Nicht Kraft der Liebe, da muss man noch ein bisschen tricksen, damit das rausgeht, aber Kraft, vis viva, vis potentia, alles, was da benötigt wird, an welchen Stellen das vorkommt. Und das eröffnet oft eine völlig neue Sicht auf den Forschungsgegenstand. Ja, das Wichtigste überhaupt ist natürlich, Programmieren macht Spaß. Wenn man dann einmal so weit gekriegt hat, dann ist er ein begeisterter Programmierer. Speziell wenn mit Batteries Included. Auf Batteries Included komme ich gleich nochmal drauf zurück. So, ich komme von einem historischen Institut, ich kann Ihnen das nicht ersparen. Ein bisschen Geschichte müssen Sie ertragen. Also Hobby- und Gelegenheitsprogrammierer gibt es, seitdem es Computer gibt. Eigentlich waren die vor den Informatikern da. Ich war einer der ersten Informatikstudenten in Berlin. Da war das Fach gerade eingerichtet. Ursprünglich habe ich das am Fachbereich Mathematik gemacht und da hieß das erst praktische Mathematik, weil sie noch an Rechenschieber dachten, und dann hieß es numerische Mathematik. Ja? Informatiker gibt es also viel später als Computer. In der Regel war es aber so, dass sich Mathematiker und Naturwissenschaftler das Know-how aneigneten. Wenn Sie zum Beispiel in der Max-Planck-Gesellschaft, wir haben einmal im Jahr ein Treffen der DV-Leiter, wenn man sich das anguckt, mittlerweile findet langsam ein Generationenwechsel statt, aber wie ich anfing, waren wir alles alte Männer und wir hatten alle irgendwie ein Mathematik- oder ein Physikstudium. Wir hatten alle nicht wirklich ein Informatikstudium. Und wenn man sich ein bisschen so die Geschichte anguckt, auch die Geschichte bestimmter algorithmischer und numerischer Probleme, Studenten mit Zugriff auf Großrechner waren die größten Spielkälber und teilweise die innovativsten Hobby- und Spieleprogrammierer. Rock zum Beispiel, dieses klassische Adventure-Spiel, wurde 1980 von Studenten der University Berkeley für VT-100-Terminals, deswegen diese komische Darstellung, entwickelt. Und das war auch tatsächlich eine Innovation, weil bis dahin die klassischen Terminals von oben nach unten hoch durchscrollten. Also man konnte nicht einzelne Felder, also sozusagen einzelne Buchstaben, ansprechen. Meines Wissens war das bei den VT-100 zum ersten Mal im größeren Maßstab möglich. Das Kollatz-Problem, ich weiß nicht, ob das einige von Ihnen kennen, es geht um die Frage, ob eine Folge, die man
Wenn sie ungerade ist, glaube ich, mit 3n plus 1 hochzählt. Wenn sie gerade ist, zählt man mit irgendeiner anderen Folge runter. Und die endeten immer auf mit 0. Also bisher mit allen Zahlen, mit denen man das, Startzahlen, mit denen man das ausprobiert hat, endeten die mit 0. Bewiesen ist das aber bis heute noch nicht. Es gibt einen schönen Bericht von Martin Gardner, das ist ein bekannter Mathematikjournalist, Mathematiker, darüber, der sagte, dass also Anfang der 1970er Jahre übereifrige Studenten das gesamte Rechensystem des MIT damit lahmlegten, indem sie alle versuchten, eine Lösung für das 3n plus 1 Problem zu finden. Es ist ein recht einfaches Problem, aber es ist, also man kann es sehr einfach programmieren. Man kann dann damit eben halt alle Zahlen, die man weiß, damit durchjagen. Und das kostete natürlich speziell damals noch Rechenzeit. Dann, also ein Beispiel, 1982 entzifferte Peter Damerow eine Vorkeilschrift, also eine Schrift, die vor der Keilschrift war und die bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht entziffert war. Er benutzte dazu ein selbstgeschriebenes Programm in Franz Lisp. Ich weiß nicht, ob Ihnen das noch etwas sagt. Also Lisp ist das mit den ganz vielen Klammern vorne und hinten. Und Franz Lisp war ein spezieller Dialekt für Siemens-Rechner. Peter war damals am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung. Öffentlicher Dienst hatte damals Siemens-Rechner. Das war ein Durchbruch und es war, soweit wie ich weiß, einer der ersten Versuche, tatsächlich eine bis dahin unbekannte Sprache mit Hilfe künstlicher Intelligenzmethoden zu entziffern. In dem Falle ist es so, dass sozusagen das zweimal von außen kam. Peter war kein Informatiker und Peter war auch kein Althistoriker, also kein jemand, der Spezialist für Keilschrifttafeln war. Dazu gibt es eine nette Anekdote, also Peter Damerow ist leider letztes Jahr verstorben, arbeitete die letzten Jahre bei uns am Institut. Da gibt es eine interessante Geschichte, vor einigen Jahren kam er dann mal mit einem Stapel von so einem Stoß von alten Tapes zu mir, so großen Rollen, ne, kennt man spätestens noch aus Dr. Seltsam oder so, wie die da in den Computer spielten, und sagte, das sind meine Franz Lisp-Daten, ich brauche die. Ne, wer Lisp kennt, weiß, dass es die unangenehme Eigenschaft hatte, Daten und Programmcode in einer großen Datei zu schreiben. Ne, ich brauche die. Ich war etwas hilflos, aber die Gesellschaft für wissenschaftliche Datenverarbeitung in Göttingen hatte entweder oder kannte jemanden, der noch eine Maschine hatte, die Franz Lisp-Daten lesen konnte. Und ich habe das dann als großes ASCII-File bekommen und wir haben es dann irgendwie rausgezogen. Also man sieht, das hat alles eine gewisse Geschichte. Das ist alles ein bisschen länger. Meine Programmiersozialisation ist auch etwas seltsam abgelaufen. Ich fing an 1980 mit Algol 68. An dem Jahr lernt, das war mein erstes Semester, merkt man, ich bin ja vom zweiten Bildungsweg. Ich war da schon etwas älter. Es war etwas seltsam, weil nur Hauptstudenten durften an das interaktive Terminal. Alle anderen mussten im Batch arbeiten, das heißt also Lochkartentippen abgeben. Und dann stand man vor einer großen Glaswand und wo also der Lochkartenleser war und hoffte erkennen zu können, wo der eigene Stapel durchlief. Weil man hatte im Regelfall seine Übungsaufgabe immer erst am letzten Tag gemacht und einen Programmabbruch konnte man sich nicht leisten. Es war dann stand aber bei den Mathematikern an der FU Berlin ein Harris-Rechner rum, der hatte Hull University Pascal. Und diese Kiste durften wir interaktiv bedienen. Also bin ich von Algol 68 zu Pascal umgestiegen. Das passte dann auch gerade, da wurde an der TU Christiane Floyd als erste Informatikprofessorin berufen. Die unterrichtete Software Engineering. Seitdem verneige ich mich noch heute dreimal täglich gegen Zürich und murmle heiliger Wirt. Ne? So, und ich habe auch die ganze Sprachpalette durchgemacht. Pascal, Modular 2, Oberon. Auf Oberon komme ich gleich nochmal zurück. Ich hatte dann 2-3 Jahre eine kurze Berufslaufbahn als Programmierer. Dort habe ich ausschließlich in COBOL, Fortran und BASIC programmiert. Also so viel zum Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Na, so. Das Wichtigste war aber schon ganz früh, ich bin ein visueller Mensch, ich habe festgestellt, viele anderen auch sind visuelle Menschen, wir wollten Bilder. VTRN 100 war das Stichwort, da konnte man Sinuskurven mit Sternchen zeichnen dann.
kann man heute noch mal manchmal so simulieren, sieht nett aus, also auch andere Kurven, mathematische Kurven, war aber nicht wirklich das, was prickelnd war. Viele haben dann also mit der Brotbüchse angefangen, ihre ersten visuellen Erfahrungen mit dem Rechner zu machen. Das ist mir erspart geblieben. Ich war aber damals EDV-Leiter in einem großen Ingenieurbüro, in einem Elektrokonzern. Wir hatten IBM-Rechner dort, deswegen Fortran. Der konnte allerdings auch Basic. Und dann kamen also Ingenieure an und versuchten also ihre C64-Disketten irgendwie dem IBM-Rechner, dem Großrechner beizubringen, weil ihnen der Unterschied nicht ganz klar war. Eine relativ große Revolution hat dann Turbo Pascal mit dem berühmten Uses Graph ausgelöst, ne, wo dann also der Bildschirm in den Grafikmodus umschaltete, wenn man das hinkriegte. Das ist zwischen Herkules, VGA, EGA und das war ja alles irgendwie noch nicht so einfach. Mein persönlicher Favorit, wie gesagt, ich komme ja aus der Wirtschensprachfamilie, war ein freies Modular für den Atari ST. Dazu sage ich gleich auch noch mal etwas. Und eigentlich wirklich richtige Grafik, dafür war der Amiga da. Mit dem konnten dann alle irgendwie etwas machen. Doch, und es gab eine ziemlich große, auch zu diesem Zeitpunkt kreative Explosion. Wer zu dieser Zeit zum Beispiel die CT oder ähnliche Zeitschriften gelesen hat, da waren immer Programme abgedruckt, wie man schöne Bilder auf seinem Rechner bekam. Ne, für alle möglichen Rechner damals noch. Also für Amiga, Atari. Doch dann kam Windows. Oder Finder oder GEM für den Atari. Also diese ganzen Fenstersysteme. Und die hatten für den Hobby- und Gelegenheitsprogrammierer einen entscheidenden Nachteil. Es ließ sich nicht mehr so einfach irgendwas Schönes auf dem Bildschirm zaubern. Man hatte dann auf einmal statt der linearen Programmierung, also linearen Programmablauf, also von ich fing oben mit meinem Problem an und hörte unten mit dem Bild auf und damit war es erledigt, hatte man auf einmal eine eventgesteuerte Programmierung. Das heißt, ich musste alles Mögliche abfragen. Irgendein dusseliges Fenster verdeckt dein Fenster. Die Maus ist irgendwo. Ne? Und so, das ließ ja diese Eventschleife. Und man musste damals noch bei überlappenden Fenstern tatsächlich sich um das Neuzeichnen selber kümmern. Denn man musste also, und man machte das also mit schönen kleinen Ausschnitten, weil ein ganzes Fenster neu zu zeichnen kostete bei 8 MHz viel zu viel Rechenzeit. Ne? Man hatte also dann, und man konnte das fast ausschließlich mit kommerziellen, das heißt teuren Programmierumgebungen und Sprachen machen. Das hat ein bisschen dazu geführt, dass diese bis dahin vorhandene Begeisterung von Hobbyprogrammierern, Gelegenheitsprogrammierern sehr stark in den Keller ging. Auch die schönen Listenings in der CT gab es auf einmal nicht mehr, bis heute leider nicht. So, es gab natürlich Alternativen respektive Notlösungen. Unter Windows war es ganz einfach, man startete im DOS. Nahm Turbo Pascal, Turbo C und rief wieder Uses Graph. Ne, das war dann klar. Ich war davon so begeistert, dass ich das für LPR-Modula auf dem Atari ST komplett nachprogrammiert habe. Sogar mit überlappenden Fenstern und Neuzeichnen von dem Ganzen. Oder man verzichtet auf überlappende Fenster. Da hat wieder der heilige Wirt ein Beispiel gegeben. Und dann kam auf dem Mac HyperCard. Dazu sage ich später nochmal mehr, aber HyperCard löste auf einmal wieder einen regelrechten Kreativitätsschub auf. Es gab auf einmal Unmengen von Stacks, die vagabundierten, die ausgetauscht wurden, auch im künstlerischen Bereich. Seit dem Auftreten von HyperCard gibt es an der Universität Lüneburg bei den Kulturinformatikern jedes Jahr eine Konferenz, die heißt immer noch HyperCult. Wo unter anderem sich eben halt auch damals Künstler haben dann HyperCard-Stacks ausgetauscht, vorgestellt, was sie da gemacht haben. Also in dem Bereich wird auch sehr viel gemacht. Aber jetzt erstmal Oberon, ne? Da sieht man sehr schön, es gibt keine überlappenden Fenster. Sie stehen alle separat nebeneinander, das konnte also nie passieren. Oberon war ja beides, es war eine Programmiersprache, sogar eine objektorientierte Programmiersprache, spätestens mit Oberon 2. Und es war ein Betriebssystem. Betriebssystem für die Ceres Workstation, die war auch am ETH entwickelt worden. Und man konnte das als Betriebssystemaufsatz
für die gängigsten Betriebssysteme bekommen. Das hier ist übrigens ein relativ junger Ausschnitt, Screenshot, wo jemand versucht hat, für seine Ubuntu-Maschine, glaube ich, das, die Quellen wiederzubeleben. Und es ist ihm gelungen, wie man sieht. Ich vermisse Oberon eigentlich auch heute immer noch. Es gab natürlich auch den Sündenfall. Das ist bäh, das ist Oberon mit überlappenden Fenstern. Ne? Das das ist in der Universität Heidelberg entwickelt worden, für ein statistisches Paket. Übrigens ähnlich diesem, es funktionierte auf der anderen Seite übrigens ähnlich wie dieses, wovon ich vorhin gesprochen habe, dass man also sich kleine Routinen schrieb und die dann rauskam. Also es waren dann lauter kleine Widgets, die konnte man miteinander verknüpfen, miteinander verbinden und die sich überlappenden Fenster zeichneten sich da schon selber neu. Also das war tatsächlich, also es war für Statistiker geschrieben und war von Statistikern auch nutzbar. Man brauchte nicht wirklich große Programmierkenntnisse. Und nach dem Sündenfall kommt wie immer die Erlösung und damals war die Erlösung Hypercard. Hypercard war eigentlich ein kommerzielles Produkt, es lag aber jedem Mac ein Hypercard-Player dabei. Wenn man mit dem Hypercard-Player ein Feld aktivierte und dieses in den Papierkorb verschob, hatte man ein vollständiges Hypercard. Es gab natürlich sofort lauter überall Berichte darüber, wie man aus dem Player ein vollständiges Hypercard machte und man konnte dann damit programmieren. Hypercard war ursprünglich vermutlich halt so etwas gedacht wie der Ersatz für das Basic auf dem alten Apple II-Rechnern. War ganz schweinisch in Assembler programmiert, aber es hatte eine pseudo-objektorientierte, sehr einfache Programmiersprache, von der übrigens dann Lingo, wer das noch kennt, von, wie heißt dieses Multimedia-Tool nochmal, Vorläufer von Flash, Macromedias Director. Ne? Das funktionierte genau so. Das heißt also, die einzelnen vorhandenen Objekte kriegten also einen Händler zugewiesen und man musste nur immer jeweils diese Händler programmieren. Man konnte allerdings keine eigenen Objekte erstellen. Also man war auf die vorhandenen Objekte angewiesen. So, Hypercard hat also auch im wissenschaftlichen Bereich sehr viel ausgelöst. Also der vorhin schon erwähnte Peter Damerow baute bei uns am Institut eine erste Toolbox für Geisteswissenschaftler mit einem Schwerpunkt für Historiker. So eine Art modularen Werkzeugkasten, wo zum Beispiel also die Funktion übersetze, die Funktion indiziere und alles so etwas auf einen beliebigen Text, den man in ein so ein Textfeld reinkippte. Man konnte sich das dann also durch einfaches Verschieben der jeweiligen Buttons konnte man sich da so einen Workflow definieren. Das war ein ziemlich geiles Teil. Es war natürlich also Indizieren oder Text durchgehen, das ist rechenintensiv, das konnte mit Hypercard nicht gemacht werden, aber Hypercard hatte so ein Ding, da konnte man sich also C-Funktionen dran stricken. Dafür brauchte man dann zwar einen professionellen Programmierer, aber das haben wir dann machen lassen. Das war übrigens die Zeit, in der ich dann zum ersten Mal auch mit Python in Berührung kam. Aber zuerst kam das Web. Hypercard war zwar genial, aber Hypercard war lokal. Hypercard war nicht netzwerkfähig. Bei uns am Institut experimentierten wir dann erstmal eine Zeit lang mit Java. Wir hatten dann damit sogar recht guten Erfolg. Wir hatten das 11. Manuskript von Galileo ins Netz gestellt. Dann auch mit so kleinen Java-Frames, die dann also, wenn man da draufklickte, zeigten die die Übersetzung an. Und so haben wir sogar den Pirelli Award gewonnen. Pirelli gibt nämlich nicht nur diesen hübschen Kalender raus, sondern es gab damals auch einen jährlichen Preis für die beste Webanwendung in der Wissenschaft. Wir haben den gewonnen, wir haben aber trotzdem den Kalender nicht bekommen. Das fand ich eine Sauerei. Ne? Aber ansonsten war das eigentlich ganz klassisch wie alle anderen. Die ersten Webanwendungen bei uns am Institut wurden auch in Perl entwickelt. Dafür haben wir uns den Programmierer, der auch die C-Erweiterungen für Hypercard geschrieben hat, wieder geschnappt. Der konnte nämlich zufällig auch Perl. Und ich begann, weil ich irgendwie merkte mit Perl, das ist so nicht, das entmündigt den Wissenschaftler auch wieder. Also vieles von dem, was wir erreicht hatten, ja gerade mit dieser Toolbox, das ging ja alles wieder weg, weil da musste man wieder hingehen zu dem Programmierer, sich hinsetzen und sagen, ich brauche die und die Applikation, wir schreiben ein Pflichtenheft und nach 3 Wochen war das Pflichtenheft Makulatur. Also begann ich mit einem Tool zu experimentieren, das so eine Mischung zwischen, also es erinnerte sehr stark an Hypercard, es war so eine Mischung zwischen Webserver,
Datenbank, Skriptumgebung, aber auch Template Engine für statische Seiten. Ich bin damit in Berührung gekommen, weil das ist von Dave Weiner entwickelt worden. Dave Weiner behauptet von sich, er sei der älteste Blogger der Welt. Er würde schon seit 1994 oder so etwas bloggen. Und zwar eben mit Frontier. Und es war, das wird Ihnen bekannt vorkommen, vermutlich, es vererbte bestimmte Sachen, Variablen, Direktiven und so weiter, über eine Art Folderhierarchie. Ja, das heißt also, wenn Sie oben irgendwie eine Direktive festlegten, was weiß ich, Ausgabe für dieses, das hieß in Frontier Tabellen, Ausgabe für diese Tabelle geht also in Folder so und so. Alle drunter liegenden Tabellen mit der, gingen dann eben auch in Folder so und so. Und das kennen Sie von Zoob. Zoob macht das genauso. Wegen der seltsamen Lizenzpolitik von Userland, also Frontier war ursprünglich frei wie Freibier, dann wurde es kommerziell. Heute ist es wieder Open Source, aber heute ist es gnadenlos veraltet. Ich mag das Teil zwar immer noch, aber es ist gnadenlos veraltet. Wechselten wir am Institut dann kollektiv zu Zoob. Weil es wies große Ähnlichkeiten zu Frontier auf. Mit Frontier hatten wir Erfahrung. Und vor allen Dingen, man darf das nicht unterschätzen, wer zum Beispiel heute jemand Django anbieten will. Zoob lieferte wenigstens einen visuellen Anhaltspunkt. Ne? Es musste nicht mehr erst irgendwas, sondern man rief Zoob auf, dann ging dieses Fenster, dieses Manage-Fenster auf und da sah man dann, was man machen konnte. Ne? Wenn Sie Django einem Wissenschaftler in die Hand drücken und sagt, fragt er, was soll ich damit? Ne? Dann ruft er das einmal, sagt er vielleicht, soll das einmal aufhoffen, dann rennt das im Terminal durch. Wenn er Glück hat, sieht er, dass ein paar Ordner angelegt worden sind. Wenn er Pech hat, sieht er nicht mal das. Ne? Das ist, aber Zoob lieferte das. Zoob war eigentlich genial. Ne? Das zum Beispiel ist eine Zoob-Anwendung, auf die ich sehr stolz bin, weil ich habe sie ins Leben gerufen. Das ist das Virtual Laboratory for Physiology. Das entstand Anfang 2000. Existiert heute noch, allerdings nicht mehr wirklich lebend, weil im letzten Jahr ist der zuständige Direktor eremitiert und der Nachfolger ist noch nicht gefunden worden. Wie das mit dem Projekt weitergeht, wissen wir dadurch noch nicht. Momentan steht, es ist zwar immer noch im Netz, es ist abrufbar, man kann damit arbeiten, aber es kommt kein neuer Content mehr rein, weil die Abteilung zurzeit niemanden hat, der da neuen Content reingeben könnte. Man muss da auf den neuen Direktor warten. Was wir aber haben, ist ein Ableger davon, das ist Echo oder Echo. Das steht für European Cultural Heritage Online. Das ist ein großes, von der EU gefördertes Projekt. Ebenfalls eine Zoob-Anwendung, ist die größte Zoob-Anwendung bei uns am Institut, mit Zehntausenden von Seiten, Quellen, in der Hauptsache historischen Quellen eingescannt, teilweise digitalisiert, also das heißt als ASCII-Text auch verfügbar, teilweise schon getaggt und teilweise auch schon übersetzt. Es hängen aber auch so Werkzeuge dazwischen wie eine bestimmte morphologische Analyse, die eine automatische Übersetzung versucht. Das klappt ganz gut für Latein, Altgriechisch, Italienisch. Unsere Versuche, das auch auf Arabisch auszudehnen, sind leider gescheitert bisher. Und an Chinesisch und Japanisch will ich gar nicht erst denken. Aber es ist in der Pipeline. Also wir müssen das machen, wir müssen das haben, wir wollen das auch haben. Und dann kam die böse 3. Zoob 3. War nicht mehr abwärtskompatibel wirklich mit Zoob 2. Löste eine große Verunsicherung aus. Keiner wusste, also vor allem bei den Wissenschaftlern, die dann sagten, also lohnt es sich überhaupt noch damit weiterzuarbeiten? Was ist denn das? Ich habe dann gesagt, komm, es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Wir bleiben bei Zoob 2.7 und hoffen auf das Beharrungsvermögen der Community. Wenn Ihnen das jetzt irgendwie mit einem jüngeren Ereignis bekannt vorkommt, dann ist das Absicht. So, dann starb Zoob 3, Gott sei Dank. Dieses Zoob 3 hat Zoob geschadet. Also es gibt bei uns am Institut niemanden mehr, der ein neues Projekt mit Zoob anfangen will. Ich hatte bis dahin eine schöne, relativ homogene Landschaft. Ich habe mittlerweile jetzt wieder dadurch eine wüste Landschaft mit Django, Drupal, Magnolia, Ruby on Rails, das darf man ja gar nicht, und alles mögliche andere. Die Wissenschaftler eines Max-Planck-Institutes sind relativ autonom. Das heißt, sie sind nicht nur relativ autonom, sie sind autonom. Und wenn der zu mir sagt, ich will jetzt mit Ruby on Rails
Im anderen Falle gehe ich nach Princeton, dann habe ich als EDV-Leiter keine Chance. Da kann ich ihm nicht sagen, wir nehmen Ruby on Rails hier nicht. Ich versuche es seit einigen Monaten, aber ich bin da selber noch nicht so weit fortgeschritten. Ich experimentiere selber noch damit darum, Web2P zu den Leuten schmackhaft zu machen. Es ist wenigstens in Ansätzen, also auch wieder etwas Visuelles, weil das Ding kommt zumindest erstmal mit einem Browserfenster hoch, in dem man Code eingeben kann. Und das einem so die wichtigsten Ordnerhierarchien zeigt und die man dann, also man kann, fängt sozusagen mit so einem Ding an und kann das dann irgendwie erweitern. Aber da bin ich mir selber noch nicht ganz sicher, ob das was taugt oder ob das nichts taugt. Ich experimentiere damit noch rum. So, aber warum eigentlich Python? Also ich finde Python deswegen genial, weil es mich ein bisschen an Pascal erinnert, heiliger Wirt. Es ist eine klare Struktur, es besitzt einen überschaubaren Befehlssatz. In den letzten Jahren sind einige weniger überschaubare Befehle wie Decorators oder Iterators dazugekommen, sind manchmal ganz nützlich, aber braucht man nicht wirklich. Ist daher für Geisteswissenschaftler auch leicht zu erlernen. Ein Decorator kann ich ihm nicht klar machen. Ich verstehe auch nicht, warum er da nicht geschrieben hat, wiss du, ne, statt dieses Decorator-Symbol davor. Python hat oder hatte, sagen wir mal, den Anspruch, Batteries included zu sein. Also alles, was man wirklich braucht, ist in der Standardinstallation dabei. Am Anfang fand ich das auch so, also da, wo ich auch noch mit dem TK-Inter-Interface zufrieden war und noch keine weiteren Ansprüche hatte. Aber bekanntlich kommt der Appetit ja beim Essen. Ich habe da mittlerweile zumindest Nachbesserungsbedarf. Python ist betriebssystemübergreifend. Das spielt bei uns am Institut nicht unbedingt eine Rolle. Wir sind ein Institut mit ausschließlich Macintosh-Computern. Aber spätestens dann, wenn eine Applikation den Forschungsstatus oder was weiß ich verlässt und jedenfalls in den Produktionsstatus gerät, schieben wir sie heutzutage auf eine virtuelle Maschine mit Ubuntu und die läuft bei uns in unserem gemeinsamen Rechenzentrum. Also die läuft nicht mehr am Institut. Wir haben ein gemeinsames Netzwerk und Rechenzentrum. Da läuft die ganze Server-Virtualisierung für alle Berlin-Brandenburgischen Institute. Das heißt also, ich bin darauf angewiesen, dass so ein Teil plattformübergreifend funktioniert, dass der also erstmal am Macintosh experimentieren kann und dass ich dann zumindest ohne allzu großen Aufwand das fertige Produkt auf eine virtuelle Maschine bekomme. Sehr wichtig, also gerade für Hobby-Gelegenheitsprogrammierer, Wissenschaftler, ist der Interpreter. Also einmal, um eben mal sowas machen zu können, wie wir auch heute gesehen haben, dass man also ein Paket hat und dann eben aus diesem Paket, sei es NumPy, sei es Pandas oder so, etwas eingibt, ein Ergebnis bekommt, weiß, wie man dann weitergehen kann, dass man ausprobieren kann. Wissenschaft besteht zu einem großen Teil aus Ausprobieren, also irgendetwas machen, ausprobieren. Und es gibt hinreichend bis übermäßig viele Module und Bibliotheken für Hobbyprogrammierer und so weiter und so fort. Also ich habe jetzt hier mal welche, die ich für wichtig halte. Es ist eine rein subjektive Auswahl, ausgewählt. Und vorne steht die Python Image Library. Da frage ich mich bis heute, warum die nicht zu den Batteries Included gehört. Jede andere Skriptsprache hat mindestens die GD-Bibliothek drin, mit der ich irgendwie Bilder rausschmeißen kann. Und die Python Image Library, also ich kriege die manchmal auch nicht vernünftig geladen. Also wenn irgendeine TIFF-Bibliothek auf einmal im Betriebssystem fehlt oder sonst irgendwie etwas, ich möchte die eigentlich Batteries included haben und dann also ohne Probleme geladen zu bekommen und ohne irgendwie Homebrew aufzurufen oder Fink oder noch größere Schweinereien. Okay, Pygame finde ich schön. Pygame lässt sich auch leicht installieren und ist die einfachste Möglichkeit, Grafiken auszugeben und Animationen zu erstellen. Also nicht nur Spiele zu programmieren, sondern man kann wunderschön Visualisierungen in Pygame machen. Simulationen mit Pygame machen. Das wird auch viel genutzt. Dann natürlich die Klassiker, NumPy, SciPy, Matplotlib. Das wird nicht nur für Naturwissenschaftler gebraucht. Selbst Geisteswissenschaftler wollen manchmal ein bisschen Statistik machen und manchmal irgendetwas ausgeben. Das andere, Zoop und Web2Py, habe ich schon angesprochen.
Zob ist auch, also eigentlich ist Zob immer noch schön. Also es gibt ein großes Problem mit Zob. Es gibt zumindest für Macintosh-Leute keinen One-Click-Installer. Die Installation ist ganz furchtbar. Ich behelfe mich immer damit, ich lade Plon runter. Dafür gibt es einen One-Click-Installer, bumm, und dann schmeiße ich die Plon-Teile weg und dann habe ich ein schönes Zob. Ne, Warum die Zob-Community es nicht fertig bringt, genau solch einen schönen Installer zu machen wie die Plon-Community, ist mir bis heute nicht klar geworden. Ne? So, also bei uns natürlich im historischen Umfeld ganz wichtig ist das Natural Language Toolkit, das in vielen Fällen also die Funktion erfüllt, die also NumPy oder SciPy in den Naturwissenschaften haben. Und natürlich Sage. Das ist eine wirklich schöne Geschichte, das ist ein Notebook, das ist wirklich Batteries included, also ich habe, das hat auch R drin, das hat Maxima drin, das hat Scilab, na Scilab kann man einbinden, ist aber nicht normalerweise dabei, man kann Octave einbinden, Gnuplot ist mit dabei, also man ist nicht nur auf die Matplotlib angewiesen. Die 3D-Darstellung finde ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, das ist so ein Java-Applet, das eigentlich für Molekülfalter entwickelt wurde, also die so diese Moleküle darstellen und die brauchen immer so schöne glatte Flächen. Aber man kann ja alles mögliche andere einbinden. Das ist ein schönes Paket, das ist auch so ein bisschen so, wie ich mir eine Zukunft von Python vorstellen würde, wenn ich träumen würden dürfte. Upp, das war ich jetzt etwas zu schnell. Ja, aber erstmal haben wir die böse 3 schon wieder da. Sie wissen, wo ich drauf hinaus will. Ne? Fast alle genannten Pakete vorhin laufen nicht mit Python 3. Pygame läuft nicht mit Python 3, Matplotlib läuft nicht mit Python 3, Web2Py läuft nicht mit Python 3, Zob läuft nicht mit Python 3, Django läuft nicht mit Python 3. Es gibt eine, ja, es gibt eine, ich weiß, aber die ist kaum nutzbar. Und bei einigen Entwicklern, die ich angeschrieben habe, die haben ja gesagt, das wird auch nicht mit Python 3 laufen. Man kann ihn in vielen Fällen nicht mal seinen Vorwurf machen. Sie sind von der Entwicklung überrumpelt worden, sind nicht gefragt worden. Und gerade solche speziellen Pakete sind nicht von Programmierern entwickelt worden, sondern von Wissenschaftlern, die anderes zu tun haben, als ständig nachzuprogrammieren. Für sie ist Python das Werkzeug, mit dem sie ihre Forschungsarbeit machen. Da haben wir einen ständigen Konflikt für den Informatiker, für den Programmierer. Ist C das Werkzeug, mit dem man ständig in Python schöne neue Sachen reinprogrammiert? Ne? Die sind andere Werkzeuge. Und dadurch entstehen andere Wertvorstellungen. Und das war ein... Also bei uns arbeiten alle weiter mit Python 2.7 und hoffen auf das Beharrungsvermögen der Community. Es gibt natürlich Konkurrenz, speziell in dem Bereich Hobbyprogrammierung und auch speziell in dem Bereich Künstler, künstlerische Arbeit. Designarbeit ist Processing. Dieser Java-Ableger, oder wie man das immer dass man das nennen will, also Java ohne Objekte, man kann objektorientiert programmieren, ist ein bisschen so wie Python, also man kann objektorientiert programmieren, muss nicht. Das eigentliche Objekt, das sitzt natürlich, weil Java kann nicht anders. Processing selber ist ein Objekt, da sitzt das Ganze dann drin. Ne? Aber es ist eine genial einfache Idee und es hat eine genial einfache Sache, um zusätzliche Java-Pakete zuzuladen. Man schiebt sie einfach in den Ordner des Projekts. Man hat dann zwar unter Umständen Java 2D 27 Mal auf seiner Festplatte, aber man hat keine Schwierigkeiten damit, dass das Jar-File die Bibliothek nicht findet, die dann im Endeffekt ja erstellt wird. Und man hat das alles vorher ausgetestet. Ruby kommt in den letzten Jahren immer mehr aber eigentlich eher wegen Ruby on Rails. Es hat noch, ich finde, noch kein richtig prickelndes Toolkit. Shoes, also GUI-Toolkit. Shoes ist so ein bisschen sowas plattformübergreifend. Aber die haben dann auch erstmal, weil das alles Programmierer waren, die sich mit Shoes beschäftigt haben, haben sich erstmal aufgespalten in Red Shoes, Green Shoes, White Shoes und Brown Shoes. Mittlerweile sind es jetzt wieder nur noch rote Schuhe, aber das Ding ist auch so ein bisschen. So, ich glaube, ich muss auch langsam fertig werden. Ich werde auch langsam fertig. Also, es gibt diesen schönen Schlager, wenn ich mir was wünschen dürfte. Ne? Ich wünsche mir jetzt was. Ne?
Ich wünsche mir ein Python, das mit einem Notebook-ähnlichen Interpreter kommt, ähnlich wie Mathematica. Zum Teil macht das IPython schon, wir haben da auch einige Sachen gesehen, das mit einem One-Click-Installer kommt. Wichtig für Mausschubser wie mich. Das einen eigenen Paketmanager besitzt. Ich habe nämlich mittlerweile ein Python 2.5, ein Python 2.6, ein Python 2.7 und ein Python 3.3 auf meiner Festplatte. Das arme Homebrew, mit dem ich normalerweise jetzt mittlerweile meine Installationen unternehme, weiß immer nicht, in welchen von diesen Dingern es das jetzt eigentlich hinschieben soll. Dann kriege ich also endlich mit Homebrew die Python Image Library installiert oder mit und statt in Python 2.7 finde ich das auf einmal in Python 2.6 wieder. Dann kommt noch Web2Py bringt ein eigenes Python mit, Pygame bringt, glaube ich, ein eigenes Python mit, also alle möglichen anderen. Also ich wundere mich nicht, dass mein armer kleiner Paketinstaller so völlig durcheinander kommt. Und es gibt andere, die haben das, zum Beispiel dieses Web2Py, das bringt einen eigenen Paketinstaller mit, dem sage ich, er soll für Web2Py das installieren. Ne? Und sich nicht drum scheren, was sonst noch für blöde, idiotische, also aus der Sicht dieses Installers, für mich sind die wichtig, aber aus der Sicht dieses Installers, andere Python-Installationen auf der Festplatte rumhängen. Ja, und es sollte natürlich betriebssystemübergreifend sein und mindestens unter Windows, Linux und Mac OS 10 laufen. Ich finde den Traum wunderschön. Sie auch? So, kommen wir zur Diskussion. Fragen? Ja, ich weiß nicht, ich sollte, glaube ich, hier mal im Mikrofon rumgehen, aber sonst brüll einfach laut. Ihr erlaubt es dann auf Java-Bibliotheken zuzugreifen und die hat im Fokus halt alles visuell darzustellen. Da kann man also mit Bildern arbeiten, da kann man zum Beispiel Listen schreiben, die tatsächlich Bilder enthalten und die Bilder werden auch als Bilder dargestellt. Wie heißt das nochmal? Ich habe das vorhin nicht richtig verstanden. Also mit dem Mikrofon jetzt vielleicht besser. Large? Nee, vor dem Mikrofon hast du das gesagt. Jetzt hast du das Mikrofon, das funktioniert. Alles klar, gut. Large Environment heißt das. L-A-R-C-H wird das geschrieben. Large, also wie Lerche. Wie Larch, so ja. Würde man das im Deutschen sagen. Ja, ja. Ne? Ja, okay, werde ich mir mal angucken. Kann ich bisher noch nicht. Danke. Weitere Fragen? Also wenn wir bei Environment sind, das IPython, das neue Notebook-Environment, ist also geht ganz in die Richtung, das läuft im Browser. Und ich kann also IPython ausführen und kann Matplotlib-Filter im Ja, das funktioniert sogar. Das habe ich sogar zum Laufen gekriegt. Aber ich wollte etwas haben, das nicht im Browser läuft. Also Sage läuft auch im Browser. Das funktioniert so ähnlich wie IPython. Es gibt noch eine Qt-Version. Die ich versucht habe zu installieren und auf der ich mich dann auf den Webseiten von Nokia in den ganzen Versionswirrwarr völlig verlaufen habe. Nachdem ich dann also, sagen wir mal, ungefähr 20 Webseiten von Nokia studiert hatte, wusste ich nicht mehr, welche Version für mich die richtige ist. Ne? Das ist dann... Also da ist eben halt die Geschichte, das ist der Grund, warum man solchen One-Click-Installer braucht. Ich habe nicht die Zeit, ständig irgendwie alles nachzuführen und IPython genannt wurde, wollte ich noch BPython sagen. Das nutze ich recht gerne, weil das sehr schön einrückt und Color-Highlighting hat und hat so eine ähnliche Funktionalität wie IPython. PPython, P-I oder P-Y? B. P, nur B, P. B wie Bauer. Ach, B-Python. Habe ich auch noch nicht gehört. Ja, werde ich mir auch mal angucken. Danke. Ich lerne ja heute noch was. Sonst noch jemand reicht Tipps für mich? Ich kann die alle gebrauchen. Ja? Da kommt das Mikrofon. Warum Web2Py und nicht Django? Ich habe ein Projekt, das habe ich sogar angestoßen, mit Django im Einsatz. Da sitzt sogar ein ziemlich versierter Student dran, der das macht. Und der sitzt seit 2 Jahren dran.
Ja, es ist ein ambitioniertes Projekt, das gebe ich zu. Also wir haben, also das hängt so ein bisschen damit zusammen. Das ist auch das einzige Projekt, was in Python 3 bei uns läuft, weil in diesem Projekt kommen chinesische, hebräische, altgriechische und wie heißen die nochmal? Jedenfalls altkyrillisch und irgendwie, also altslawische Kirchensprachen kommen drin vor. Ne? Das Ding kann nicht mal Java, diese Sprachen zusammen in einen Text kriegt nicht mal LaTeX hin, auch nicht Xeetech. Ne? Und der arme Kerl sitzt da jetzt also dran. Aber das Ganze, das Hauptproblem an dieser Geschichte ist, das kann ich also nicht einem Wissenschaftler hinstellen und sagen, so, tu mal. Ne? Während so dieser Zoop, das kam mit so einer im Browser so einer Oberfläche für den Benutzer hoch. Web2Py kommt auch mit so einer Oberfläche für den Benutzer, wo er erstmal was sieht. Bei Django sieht er nichts. Ne? Sieht da nichts. Das heißt also, wir sind eine EDV, wir sind 300 Mitarbeiter am Institut. Die Max-Planck-Gesellschaft hat einen hervorragenden Schlüssel für naturwissenschaftliche Institute. Da kommen auf 300 Mitarbeiter im naturwissenschaftlichen 60 EDV-Leute. Sie hat einen miserablen Schlüssel bei geisteswissenschaftlichen Instituten. Da kommen auf 300 Mitarbeiter 2 EDV-Leute. Ne? Das ist allein schon Notwehr, dass ich Django nicht nehmen kann. Ne? Das ist... Eine Frage, nur ein Hinweis. Zoop 3 ist nicht tot, es heißt nur an. Das heißt, Bluebream, es gibt... Ich weiß. Und es gibt auch Zoop 4. Es ist noch nicht fertig, aber das wird das neue Zoop 2 Release. Also, gut. Namen. Gut. Nummern ändern sich, aber die Dinge sterben nicht. Also meine Begeisterung hält sich in Grenzen, aber ich werde mir es angucken. Gut. So, da hinten ist noch einer. Vielen Dank. Ich fand die Geschichte mit dem Lochkartenstapel, mit der Übung im letzten Moment total schön und würde gerne so einen Computerhistoriker ein bisschen fragen, was sind so die anderen Invarianten über die vielen Jahre, außer dass man seine Übungsaufgaben erst am letzten Tag macht? Ich könnte ja jetzt gehässig sein und könnte sagen, die Nutzer vor dem Monitor. Das ist auch wieder wahr. Eigentlich alles. Hat sich nichts verändert. Nicht wirklich. Mindestens seit Windows 3.1 gibt es Word. Das war immer fett. Das war immer ressourcenfressend. Stürzte ab. Und man musste ständig ein neues Windows drumherum bauen. Das ist eigentlich die gesamte Geschichte des Personalcomputers. Sonst Tabellenkalkulation. Sogar vernünftige, funktionierende Tabellenkalkulation. Tabellenkalkulation ist auch eine Invariante. Was keine Invariante ist, ist ASCII. Das wissen wir mittlerweile. Ich habe damals immer davor gewarnt, weil viele haben gesagt, wir machen alles in ASCII, dann sind wir für die Zukunft gerüstet. Ich bin älter. Zu meiner Zeit hieß ASCII noch EBCDIC und war 16-Bit. Ne? Ich habe gesagt, das gibt es nicht, das hält nicht. Ne? Also ASCII ist keine Invariante. Weiß ich nicht. Also die Programmiersprachen kommen und gehen. Doch, Fortran. Fortran ist eine ganz wichtige Invariante. Und das hat seinen Grund. Und das hat seinen Grund auch in der Nachhaltigkeit. Ich habe in meinem Leben vor dem Max-Planck-Institut unter anderem als Unternehmensberater Rollout-Seminare für MIPS gemacht. MIPS kennen Sie vielleicht noch, das war dieser Chip, der in dieser Silicon Graphics drin sitzt, saß also in dieser Indie, dieser Kultmaschine, die so schöne, schnelle 3D-Grafiken machen konnte. MIPS war aber auch ein Computerhersteller. Und die haben Maschinen hergestellt, die ebenfalls diese Chips hatten, aber nicht so eine tolle Grafikausgabe. Die dachten, sie bauen damit Server. Das Deutsche Klimarechenzentrum in Hamburg dachte aber was anderes. Das brauchte schnelle, leistungsfähige Rechner, aber nicht unbedingt eine Grafikausgabe. Und die fragten in jedem Rollout-Seminar nach dem Fortran-Compiler. Und mein Chef sagte immer, haben wir doch. Ich sage, nein, haben wir nicht, wir haben nur F2C.
Ja, und das ist ganz was anderes. Fortran selber besitzt über Jahrzehnte, wenn nicht fast Jahrhunderte, würde ich fast sagen, getestet, mathematische Routinen, die stabil sind gegen Rundungsfehler, gegen Abschneidefehler und gegen alles andere. Und die Fortran to C noch nicht mit Sicherheit leistet. Ich glaube, der letzte Fehler in einer Fortran-Bibliothek wurde Ende der 1990er Jahre entdeckt. Das war in irgendeinem Runge-Kutta 16. Grades oder ähnliches. Da war der Fehler war schon in dem Skript von Runge-Kutta drin. Da hatte die Sekretärin einen Zahlendreher gemacht, weil damals schrieb man ja noch die Skripte mit der Kugelkopfschreibmaschine, ne? Und hatte einen Zahlendreher drin in den Parametern. Ich weiß nicht, wie weit Sie sich mit Runge-Kutta auskennen. Das ist ein System, um numerische Gleichungen, um numerische Differentialgleichungen zu lösen. Und je nach Grad fließen da Gewichtungsparameter ein. Das sind im 16. Grad, sind das also Unmengen, die alle so lang sind. Da kann ein Zahlendreher schon mal passieren. Kein Mensch nutzt allerdings Runge-Kutta 16. Grades. Das ist völlig mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Und deswegen ist dieser Fehler auch nie aufgefallen. Der ist, glaube ich, einem Wissenschaftshistoriker aufgefallen, indem der nämlich das sich das Manuskript angeguckt hat und dann die Geschichte der Veröffentlichungen durchgegangen ist. Und dann hat er festgestellt, dass die Zahl mit dem handschriftlichen Manuskript nicht übereinstimmt. Aber ansonsten sind das einfach, und es ist so, also im Großrechenzentrum, also innerhalb der Max-Planck-Gesellschaft, in allen großen Rechenzentren, läuft alles in Fortran. Die Benutzeroberfläche wird vielleicht in C oder in Python oder in was weiß immer drumherum geschrieben, aber gerechnet, also speziell bei den paar großen Parallelrechnern, gerechnet wird in Fortran. Und das macht es auch Fortran heute mittlerweile sehr schön. Ich habe noch Parallel-Fortran gelernt. Das hatte so schöne, das war der normale Fortran-Interpreter mit zwei schönen zusätzlichen Befehlen. Der eine hieß Fork, damit gab man dann die Kontrolle an die unterschiedlichen Prozessoren ab. Und weil, das wurde an der University von Exeter entwickelt, und weil das ja jetzt natürlich irgendwann zusammengeführt worden war und die Briten ja immer so humorvolle Menschen sind, nannte man diesen Befehl Knife. Ne? Man musste also damit Messer und Gabel programmieren. Ja, aber das macht auch Fortran heute alleine, das muss man nicht selber machen, respektive das Betriebssystem. So, vielen Dank. Ich glaube, das ist jetzt. Dann bedanke ich mich auch für die Aufmerksamkeit. Die Folien stehen im Netz unter dieser URL, aber ich denke, sie werden dann auch irgendwie auf der Webseite hier veröffentlicht werden. Ja. Vielen, vielen Dank für die sehr interessante Keynote. Gut. Ganz kurz zum Programm. Wir machen jetzt gleich weiter mit den Lightning Talks.